Ey, das kannst du keinem erzählen. Ich such den Kerl die ganze Zeit und wo finde ich ihn? Schlafend in seinem Bett liegen. Hey, hier, hallo. DGTV Junior, aufstehen, wach werden. Die Kacke ist hier ganz schön am Dampfen, falls du es nicht gemerkt hast. Wie siehst du überhaupt aus, Alter? Was ist denn passiert? Warum hast du einen Cowboy-Hut auf und warum bist du halb nackt? Was ist passiert? Kannst du dich an irgendwas erinnern? Nicht? Ja, gut, ich kann mich an ein bisschen was erinnern, aber bevor ich dir was erzähle, zieh dir vielleicht erstmal was Vernünftiges an, ja. Wie auch immer du dazu gekommen bist, hier halbnackt mit einem Cowboyhut vor mir zu stehen. Zieh dir erstmal was an, ich erzähle dir, was passiert ist. Ja, nach dem letzten Spiel für PSG, ich weiß nicht, ob du dich noch irgendwie dran erinnern kannst oder ob der Alkohol die Gehirnzellen schon komplett gekillt hat, aber... Ja, ich glaube, der Frust saß ein bisschen tief, weil, Digga, du hast dich absolut zugeschüttet, Junge. Das kannst du nicht machen, du bist Profifußballer. Du kannst dich doch nicht so zukippen, wie du das hier gemacht hast. Das geht nicht, weil, ne, das Ergebnis war jetzt auch nicht gerade wirklich, ja, wie soll ich sagen, ne, stabil warst du nicht mehr und irgendwo war dann halt auch der Punkt erreicht, wo du dann halt, ne, Knockout. So, hast du dir jetzt was Vernünftiges angezogen? Der Cowboy-Hut muss jetzt aber wirklich noch sein, ne? Den hast du ins Herz geschlossen, von dem konntest du dich aber nicht trennen, ne? So, schon viel besser, Kollege. Und jetzt schwing den Arsch nach draußen. Ich habe ein Taxi für dich bestellt, das wartet schon die ganze Zeit draußen auf dich. Und währenddessen erzähle ich dir ein bisschen was. Weil glaub mir, der Alkoholkonsum, der hat nicht nur deinem Körper und vor allen Dingen deinem Gehirn geschadet, sondern auch vor allen Dingen deiner Karrierelaufbahn. Aber ich erzähle dir gleich mal ein bisschen mehr dazu. Also ich weiß nicht, wie lange du von der Außenwelt weg warst. Um ehrlich zu sein, will ich es auch gar nicht wissen. Aber es war scheinbar lange genug, um einfach mal das Champions-League-Spiel... Ich weiß nicht, ob du dich noch irgendwie daran erinnern kannst, aber es gab für deinen Verein, für Paris Saint-Germain, ein wichtiges Spiel in der Champions League gegen deinen Ex-Verein, gegen Manchester United. Alle haben auf dich geschaut, alle haben versucht, dich irgendwie zu erreichen, aber ja, wir wissen ja, was passiert ist. Und ich denke mal, du kannst ja auch denken, dass das gewisse Konsequenzen haben wird und glaub mir, diese haben es auf alle Fälle ganz schön in sich. Ich habe versucht, irgendwie mit dem Trainer, mit dem Präsidenten zu verhandeln, aber keiner von denen wollte da irgendwie klein beigeben. Ach, du möchtest genauere Folgen von dem Ganzen wissen? Ja, vielleicht schaust du dir einfach mal das hier an. Tja, Kollege, du hast ordentlich Mist gebaut, bist damit nicht nur für gewisse Zeit aus dem Kader draußen, sondern komplett raus. Der Trainer möchte nicht mit solchen unprofessionellen Spielern zusammenarbeiten, hat dazu auch noch volle Unterstützung vom Präsidenten erhalten, also glaub mir, da bringen dir deine Geschenke auch nichts wirklich. Du kannst aber froh sein, dass du verdammt gut Fußball spielen kannst, ein riesiges Talent bist, einer der besten Spieler der Welt bist und mich als Berater hast. Natürlich fährt dich dieses Taxi nicht irgendwo hin, sondern natürlich zum Flughafen, wo auch schon der passende Flieger bereitsteht, der dich dann zu deinem neuen Verein bringen wird. Die Auswahl, muss man ganz ehrlich sagen, war leider nicht die größte. Die anderen Vereine haben natürlich auch von deiner Aktion mitbekommen und waren nicht gerade begeistert, aber es haben immer noch drei Vereine so großes Interesse gehabt, dass sie dich unbedingt unter Vertrag nehmen wollten. Ein Verein aus Deutschland, der andere aus Spanien und der letzte aus England aus der Premier League. Drei Optionen also, alles drei Top-Adressen, wie ich finde, RB Leipzig, Barcelona oder Tottenham. Alles, wie gesagt, drei Top-Vereine, die bereit sind, dich unter Vertrag zu nehmen, dich wieder aufbauen möchten und jetzt liegt die Wahl ganz bei dir. Entscheide behutsam, denn dieser Wechsel ist wahrscheinlich die letzte Chance für Dennis DGTV Junior. In diesem Sinne begrüße ich euch recht herzlich hier wieder zurück nach 5-tägiger Pause, wieder zurück auf meinem Kanal mit einem neuen Video und nach satter 2-monatiger Pause zurück zu einer neuen Folge der FIFA 18 Spielerkarriere. Ja, und in 2 Monaten haben auch diverse Leute immer wieder unten in den Kommentaren gefragt, wo denn die nächste Folge der Spielerkarriere bleibt. Ich habe meistens nicht drauf geantwortet, viele Leute wussten aber wahrscheinlich, dass es an der Lust liegt und tatsächlich lag es auch daran. Denn wenn man jetzt noch die FIFA 17 Spielerkarriere dazu nimmt, dann habe ich wirklich innerhalb von einem halben Jahr über 100 Folgen Spielerkarriere mit Stories gemacht und vor allen Dingen, was die Stories angeht, geht einem nach 100 Folgen so ein bisschen der Saft aus und vor allen Dingen auch die Ideen. Dennoch habe ich mich jetzt aber mal aufgerappelt nach 2 Monaten Pause, wie gesagt, mit neuer Kreativität für wahrscheinlich eine letzte Saison mit DGTV Junior und ja, ihr habt die Vereine gesehen, zu denen es vielleicht gehen könnte und wohin geht es denn jetzt eigentlich? Das erfahrt ihr bei 3000 Likes auf diesem Video. Nee, lassen wir das Ganze mal. Ihr könnt auf alle Fälle sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben auf das heutige Video dalassen. Wenn ihr mehr von der FIFA 18 Spielerkarriere sehen möchtet, wenn ihr wieder Bock auf das Ganze habt, dann haut auf jeden Fall sehr, sehr gerne den Daumen nach oben rein. Würde mich auf alle Fälle freuen und mir auch zeigen, wie gesagt, dass ihr das Ganze in der Zukunft wieder aktiv
sehen möchtet. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, könnt ihr sehr gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, um in der Zukunft nichts weiteres zu verpassen. Und dann kommen wir jetzt mal zur Entscheidung, welcher Verein wird der neue von DGTV Junior werden. Ich denke mal, einigen Leuten wird es relativ klar sein. Wir waren schon unter anderem in Deutschland mit Borussia Dortmund. Wir waren in England in der Premier League mit Manchester United. Und in der FIFA 17 Spielerkarriere waren wir noch relativ kurz beim FC Barcelona, haben da eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit erlebt. Und diese werden wir heute erneut erleben mit DGTV Junior. Geht es also von Paris Saint-Germain zum FC Barcelona. Gehalt auch nochmal relativ nach oben gestiegen. 350.000 Euro die Woche. Damit zählen wir auf alle Fälle zu den Topverdienern. Und wir nehmen das Angebot an und steigen damit wieder rein in die FIFA 18 Spielerkarriere in die neue Saison beim FC Barcelona. Es gab natürlich auch noch weitere Gründe, weshalb wir zum FC Barcelona gewechselt sind. Unter anderem gibt es diverse ehemalige Teamkollegen von uns hier in der Mannschaft drinnen. Natürlich erstmal die Mannschaft an sich, absolut krass. Wir haben hier Ter Stegen, wir haben Semedo, Umtiti, Piqué, Messi nur noch mit einem 91er Rating und nur noch 11 Monaten Vertrag. Hier unter anderem einer der krassesten Neuzugänge, die Barcelona getätigt hat, mit Harry fucking Kane. 90er Rating, 26 Jahre alt, was eine Verpflichtung. Daneben Luis Suarez mit einem 89er Rating, Dembélé mittlerweile mit einer 87. Dann haben wir hier noch Chiellini. Wir haben Thomas Müller, okay, auf alle Fälle sehr, sehr interessant, mit einem 86er Rating. Jan Vertonghen daneben ebenfalls. Aber ich habe es auf eine ganz, ganz gewisse Person abgesehen. Ein ehemaliger Dortmunder Kollege von uns, während wir hier noch andere Neuzugänge sehen, wie Mitchell Weiser, Thiago. Da haben wir ihn. Marco Reus also auch beim FC Barcelona 2019 zum Verein gewechselt. Das müsste eine Saison vor uns gewesen sein. Und da haben wir uns noch hier mit einem 90er Rating, 22 Jahre alt, Marktwerte von 95 Millionen Euro. Status mittlerweile einer der besten der Welt. Dass das Bild da immer noch absolut klein ist, wird glaube ich nie verändert werden. Und ich selbst würde ich sagen, können sich auf, ja, die können sich gar nicht sehen lassen. Abschluss 75, das ist doch ein absoluter Joke. Aber so an sich würde ich sagen, der Barcelona-Kader mit einem Reus, mit uns, mit Weiser, mit Thiago, Müller und so weiter, Harry Kane vor allen Dingen, kann sich doch auf alle Fälle ganz schön gut sehen lassen. Und was gibt es eigentlich Schöneres, als bei seinem Debüt für den FC Barcelona einfach mal das erste Pflichtspiel in einem Klassiko zu bestreiten? Leider ohne unseren Teamkollegen Reus. Wir spielen beim FC Barcelona leider auch eher wieder eine Achterposition oder vielleicht sogar eine Doppel-6, wie man das Ganze eben bezeichnen möchte, neben Thiago. Werden aber natürlich versuchen, offensiv Akzente zu setzen. Deulofeu auf dem linken Flügel, vorne im Doppelsturm, Kane und Suarez, rechts Messi. Viererkette Torhüter könnt ihr sehen und damit würde ich sagen, erstes Spiel nach 2 Monaten in der FIFA 18 Spielerkarriere mit DGTV Junior. Wir starten rein in das Ganze im Santiago Bernabéu Clásico gegen Real Madrid. So, los geht das Ganze. Ich glaube, die Anzeigen sollte ich besser nicht zeigen, direkt mal skippen, weil ich weiß nicht, wie das Ganze copyrightmäßig aussieht. 2 Monate ist die letzte Folge der FIFA 18 Spielerkarriere her, kommt mir eigentlich gar nicht so vor, aber nun ja, ich würde mal sagen, ich bin gespannt, vor allen Dingen, wie ich spielen werde, ob ich das noch drauf habe oder nicht. Wenn wir auf alle Fälle sehen, Mannschaft von Real Madrid, werden wir uns dann vielleicht mal irgendwie in der Halbzeit anschauen oder können wir es sogar jetzt mal kurz anschauen. Wäre natürlich blöd, hier beim Comeback direkt irgendwie einen Strike zu bekommen wegen den Anzeigen. Wir sehen bei Real Madrid Aubameyang in der Startformation. Der ist also zu Real Madrid gewechselt. James Rodriguez auf der 10 zurückgekehrt, ansonsten eigentlich ja standardmäßig Real Madrid-Spieler drin. Aber Aubameyang, unser Sturmpartner aus damaligen Dortmunder Zeiten, jetzt also bei Real Madrid. Wir beim FC Barcelona, das wird auch ein relativ interessantes Duell werden und damit würde ich sagen, starten wir rein in die Partie. Erste Szene, los geht's. Oh, direkt der erste Ball gewinnen. Oh, Junge, das wäre es fast gewesen. Starkes Ding. So, jetzt mal vielleicht der Pass auf Kane. Kane auf Suarez. Suarez, komm, komm, spiel ihn. Jawohl, das ist gut. Oh, wir kommen nicht mehr dran. Schade. Ja, aber ganz gut kombiniert, würde ich sagen. Mit Kane, mit Suarez zusammen. Vorhin auch mit Messi. Kann man auf alle Fälle machen. Gut, wir konsumieren. Oh, der Ball nach vorne. Und da ist Cristiano Ronaldo durch. Da ist Cristiano Ronaldo durch. Und da fängt das Barca-Debüt alles andere als, ja, gut für uns an, denn es ist Cristiano Ronaldo mit dem 1:0 für Real Madrid hier im Clásico. Haben natürlich auch irgendwo den Heimvorteil hier vor heimischer Kulisse im Santiago Bernabéu, aber das geht zu einfach. Ein Pass durch die Schnittstelle, Ronaldo ist durch und der ist eiskalt, auch wenn er mittlerweile, glaube ich, in der Karriere 34 oder 35 Jahre ist. Aber ganz ehrlich, das, was Real Madrid kann, das kann der FC Barcelona schon längst. Unten ist ganz schön viel Platz, unten ist ganz schön viel Platz, aber das Ram ist durch! Oder ist das 2:0? Wie einfach geht das denn hier bitte? Hallo? CPU, strafft euch mal jetzt hier ein bisschen. 2 Monate nicht gespielt und ja, nichts hat sich verändert. Ich merke schon irgendwie. Genau das gleiche Tor wie das 1:0. Ein einfacher Pass und James ist durch. Und was macht die Abwehr da bitte? Ich habe einfach nur nach unten geguckt und plötzlich läuft sich einfach James frei.
Das läuft hier echt gerade gar nicht gut. Das läuft suboptimal. Na. Vielleicht können wir doch nicht das, was Real Madrid kann, mit einem Pass durchkommen. Oh, was macht der denn da bitte? Deulofeu, du bist nicht Messi. Hallo. Das ist doch... Ich will nichts sagen, aber das ist ganz schön schlecht, was wir gerade spielen. So, come on. Jetzt mal vielleicht einen Ball nach vorne. Auf DGTV Junior in die Mitte. Oh, ich spiele ihn so schlecht in die Mitte. Oh, ich spiele ihn mit Dreieck in die Mitte. Ich hätte ihn absolut mit R1 und X in die Mitte spielen müssen. Dann wäre auch Harry Kane easy dran gekommen. Oh, Mann. Wir schieben es einfach mal darauf, dass ich 2 Monate lang keine Spielerkarriere mehr gespielt habe. So, hier auch direkt der Ball gewinnen und zack, nach vorne das Ding. Stark gespielt, das ist schön gespielt. Langes Eck anvisiert. Oh, Mann, das gibt es nicht. Aber wir sind am Drücker. Vielleicht jetzt mal ein Tor zu erzielen. Oh, klasse, klasse, klasse. Das ist klasse. Das ist klasse. Was macht Deulofeu draus? Was macht Deulofeu draus? Suarez, Suarez. Oh, er trifft nur das Außennetz. Nein. Wir haben so ein Pech gerade. Das war sogar so gut von dir. Och, ja. Ja, machst halt gar nichts. Oh, der kommt gut. Der kommt gut. Deulofeu. Deulofeu, Junge. Jawohl, nimm den Scheißball. Oh, nimm den Ball. Ja, dann nimm halt nicht den Ball. Dann lauf halt irgendwo in die Mittellinie. Super Ding. Aber immerhin 2:1. Wie gesagt, den kleinen Funken Hoffnung ist noch da. Und das bestätigt sich hier. Leider sind wir nicht an den Ball dran gekommen, sondern Deulofeu kommt dran und macht es aber auch sehr, sehr gut. Deswegen 2:1, los. Ja, Deulofeu wird auch einfach mal ausgewechselt. Jetzt kommt aber nochmal Dembélé rein. Der ist, glaube ich, sogar nochmal ein bisschen stärker als Deulofeu. Starken Job geleistet. 67. Minute, glaube ich, oder was labere ich da? Ist es? Nee. Nee, ist es nicht. So, komm schon. Jetzt vielleicht der Konter. Real ist nach vorne aufgerückt. Kane. Starkes Zusammenspiel mit DGTV Junior. Starkes Zusammenspiel. Nein, ich treffe nur die Latte. Hey, das war es an der Stelle mal wieder komplett, obwohl. Vielleicht war es doch nicht komplett. Vielleicht war es. Das war es komplett. In die Mitte ziehen, am Verteidiger vorbei. Jetzt einen guten Pass spielen auf Suarez. Einen guten Pass spielen. Nein! Nein. Oh, was tut der denn? Och, Mann. Das war es an der Stelle wirklich komplett. Oh, nee, bin raus. Ja, das war es komplett. Ja. Hätte Messi den Ball nicht bekommen, hätte ich ein Tor gemacht. 100%. Ja, das war es komplett. DGTV Junior. Nein, warum kriegt Messi den Ball? Ich weiß, dass ich bei Barca bin, aber Messi muss nicht jeden Ball bekommen. Och, Messi, ich hasse dich. Ganz ehrlich, Leute, da fehlen mir die Worte. Ich kann den Ball nicht reinmachen, weil Messi einfach den Ball bekommt. Automatisch vom Spiel. Ich hätte sowas von dem Ball reingezimmert, aber nein. Lionel Messi muss den Ball bekommen, weil wir sind ja beim FC Barcelona und alles sind Untertanen von Lionel Messi. So, komm, starker Pass und der Ball ist drin. Wenigstens noch eine Vorlage gemacht. Super Ding. Umtiti jubelt hier und nimmt sich nicht den Ball. Verständlich, man kennt's ja, das Spiel ist ja schon vorbei. Ja, und damit endet unser erstes Spiel für den neuen Arbeitgeber, für den FC Barcelona. Klassiko gegen Barcelona, gegen Real Madrid. Leider verloren, aber dennoch. Ich würde mal sagen, es war ein gutes Spiel. Mit ein bisschen mehr Glück wäre auch unser Ball reingegangen, mit ein bisschen weniger Messi untertan sein, hätten wir vielleicht auch ein Tor geschossen. Einmal ist der Ball an die Latte gegangen, eine Vorlage haben wir gegeben. Am Ende war die Verteidigung halt leider scheiße. Kann man das so sagen? Ja, ich hoffe schon. Und ja, schauen wir einfach mal. Aber ich würde sagen, das Gefühl beim FC Barcelona ist schon mal ein bisschen besser als bei Paris Saint-Germain. Ja, das Comeback mag vielleicht nicht das geglückteste gewesen sein, aber ich bin auf alle Fälle zufrieden mit dem Wechsel. Ich glaube, dass der FC Barcelona als letzte Karrierestation für die letzte Saison die richtige Entscheidung gewesen ist. Falls ihr das Video bis zu dieser Stelle hier gesehen habt, dann schreibt auf jeden Fall mal sehr, sehr gerne den Hashtag Comeback unten in die Kommentare. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich von der heutigen Folge der FIFA 18 Spielerkarriere. In der nächsten Folge unter anderem dann also Nationalmannschaft, Barcelona, weitere Spiele, vielleicht dann wahrscheinlich auch Champions League. Kann ich mir vorstellen. Müsste eigentlich jetzt im September losgehen, wenn mich nicht alles täuscht. So sieht es auf alle Fälle aus. Dann in der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Bis dahin hoffentlich nicht in 2 Monaten, sondern vielleicht in 2, 3 Tagen. Lasst auf jeden Fall, wie gesagt, sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben für das Comeback hier da. Schreibt, wie gesagt, den Hashtag Comeback unten in die Kommentare, wenn ihr das Video bis zu dieser Stelle hier geschaut habt. Und in diesem Sinne, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um in der Zukunft nichts weiteres zu verpassen. Und wir sehen uns dann auf alle Fälle in der nächsten Folge der FIFA 18 Spielerkarriere in nicht 2 Monaten wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.